sieht doch alles ganz lecker aus. Sieht nach Friede, Freude, Eierkuchen aus im allerersten Moment. Aber das würde Maria Lasnik überhaupt nicht entsprechen. Es steckt natürlich noch ganz viel mehr dahinter. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Um welche Malerin geht es heute? Um Maria Lasnik, eine österreichische Künstlerin, die 1919 in Kärnten geboren wurde, in einem anscheinend kleinen Ort. Und Maria Lasnik ist 2014 in Wien gestorben. Ja, Maria Lasnik stammt aus einem ländlichen Umfeld. Sie ist in einem Bauernhaus als uneheliches Kind geboren, damals wahrscheinlich ein Skandal. Sie wuchs in den ersten Jahren bei ihrer Großmutter auf und siedelte mit 6 Jahren zu ihrer Mutter über nach Klagenfurt. Ihr zeichnerisches Talent ist schon sehr früh entdeckt worden und auch von ihrer Mutter gefördert worden. Nach der Matura macht Maria Lasnik eine Ausbildung zur Volksschullehrerin, arbeitet auch kurz in dem Beruf, bevor sie in Wien Kunst studiert. Dort macht sie 1945 ihr Diplom. 1948 kommt sie mit dem 10 Jahre jüngeren Maler Arnulf Reiner zusammen. Die beiden wurden ein Paar, gehen aufgrund eines Stipendiums von Maria Lasnik nach Paris. So richtig warm werden sie mit der Stadt und der Kunstwelt dort nicht. Sie kehren zurück nach Österreich, nach Klagenfurt. Aber sie bringen Eindrücke mit. Sie sind natürlich von der Kunstwelt in Paris angeregt und organisieren eine Ausstellung in Klagenfurt mit nicht figurativer Malerei. Aber das kommt anscheinend gar nicht gut an. Sie werden angefeindet und angepöbelt. Also der künstlerische Weg war auch hier, wie bei vielen anderen großen Künstlern, Künstlerinnen, nicht geradeaus und auch nicht unbedingt einfach. Es ist wahrscheinlich immer so, wenn man was Neues, was Ungewohntes in die Welt bringt, dann reißt das natürlich einige Grundmauern ein, einige Vorstellungen werden zerstört, einige Sehgewohnheiten und das löst sogar Wut aus. Auf jeden Fall kehrt Maria Lasnik 1954 nach Wien zurück, wo sie weiter studiert, 6 Semester. Sie galt zusammen mit Arnulf Reiner als Begründerin der informellen Malerei in Österreich. 1968 geht sie nach New York, lernt dort Siebdruck. Sie lernt auch das Herstellen von Trickfilmen. Auch in dem Bereich hat sie sehr viel gemacht. Kehrt 1980 nach Wien zurück und nimmt dort eine Professur für Malerei an. Noch 1980 war das was ganz Besonderes. Sie war die erste Frau im deutschsprachigen Raum, die eine Professur für Malerei bekam. Bis dahin konnte Maria Lasnik nicht von ihrer Malerei leben. Sie arbeitete zwar im künstlerischen Bereich, aber eben nicht in der Malerei. Sie arbeitete in der Trickfilmherstellung. 1982 und 1997 war Maria Lasnik auf der Documenta vertreten. Ab da ging es dann so langsam los für sie. Sie war dann in vielen Ausstellungen vertreten, international auch. Ihr Bekanntheitsgrad, der wuchs und wuchs. Was sie auszeichnet und was ihre Besonderheit ist, das ist die Darstellung von ihren eigenen Körperempfindungen.
die Darstellung der Körperlichkeit. Damit hat sie schon sehr früh angefangen, schon in den 40er Jahren. Sie malte das, was sie fühlt, wie sie den Körper fühlt. Und dafür hat sie eine besondere Farbigkeit entwickelt und auch eine besondere Formsprache, die abstrakte Elemente hat, aber auch gegenständliche Elemente. Sie malt wirklich aus ihrer Empfindung heraus, teilweise mit geschlossenen Augen, was ganz skurrile Formen hervorbringt. Ich wundere mich schon wieder darüber, dass die Auswahl der Künstlerin gerade so gut für mich in die Zeit passt. Ich hatte vor kurzer Zeit, vor ein paar Tagen, die Idee, einen Podcast zu machen, wo du auch mitzeichnen kannst. Ich gehe auf eine gesprochene Reise und du kannst mit geschlossenen Augen das malen, was du innerlich siehst, was du an inneren Bildern dabei empfängst. Und dann stieß ich auf Maria Lasnik. Ich wusste bis dahin nicht, dass sie ihre Formen teilweise auch so entwickelt. Sie stellt sich ihren Körper vor und malt ihn mit geschlossenen Augen. Sie entwickelt so zumindest die Konturen und die Strukturen. So wie das aussieht, arbeitet sie mit geöffneten Augen weiter. Das finde ich sehr spannend. Ich finde es auch sehr an der Zeit, das Körperbewusstsein stärker in den Vordergrund zu rücken in unserer technisierten, bequemen Welt, in der wir uns immer mehr von der eigenen Natur und aus der Natur entfernen. Wenn ich von wir spreche, ist das eine Verallgemeinerung. Es gibt natürlich viele Menschen, die da schon auf einem anderen Weg sind. Ja, schon in den 70er Jahren hat Maria Lasnik für das, was ihr wichtig ist, den Begriff Body Awareness geprägt. Dieser Begriff ist heutzutage in aller Munde. Die ganze Wellness- und Coaching-Industrie benutzt diesen Begriff. Um welches Bild geht es heute überhaupt? Es geht um ein Bild mit dem Titel Mehlspeisen-Madonna. Maria Lasnik hat dieses Bild 2001, 2002 gemalt mit Ölfarbe auf Leinwand. Das Bild hat die Maße 1,50 m x 2 m. Du findest das Bild zum Beispiel auf der Website des Lenbach-Hauses in München. Ich bin auf Maria Lasnik gestoßen vor fast 10 Jahren. Da gab es in den Deichtorhallen in Hamburg eine Einzelausstellung mit Bildern von Maria Lasnik. Damals lebte sie noch. Nun aber zu dem heutigen Bild. Was sehe ich da? Es ist ein querformatiges Bild. Mir springt zuerst eine nackte Frau ins Auge. Diese nackte Frau sitzt mir frontal gegenüber. Ob sie mich anguckt, weiß ich nicht so genau. Der Blick ist etwas abwesend, bisschen nach oben gerichtet, ins Unendliche. Der weibliche Körper ist ziemlich genau gemalt von Maria Lasnik, stark konturiert. Ihr zeichnerisches Talent kommt hier sehr zum Ausdruck. Die Farbigkeit ist sehr lebendig. Diese typischen, immer wiederkehrenden Grün-Blau-Töne auch auf der Hautoberfläche sind auch in diesem Bild vertreten. Es ist ein Türkiston, der überall mitschwingt. Das Bild ist vom Hintergrund her neutral. Der Hintergrund ist weiß oder hellgrau. Mit Farbe ausgefüllt ist nur dieser weibliche Körper, der mittig angeordnet ist. Man sieht 3/4 des Körpers. Alles unterhalb der Knie ist nicht sichtbar. Also Schienbeine und Füße sind nicht sichtbar. Die Haltung der Frau ist sehr offen. Worauf sie sitzt, kann ich nicht ganz erkennen. Sie hat so eine Art Balken oder Bügelbrett auf den Knien liegen. Wenn ich jetzt meinen Verstand einsetze, dann würde ich sagen, das klappt alles nicht. Das müsste alles runterfallen, was sie da auf den Knien hat. Auf diesem Brett sehe ich links etwas Undefinierbares außerhalb ihrer aufgestützten Hand. Dann sehe ich zwei mit Schokolade überzogene
Süßwaren, vielleicht so etwas wie Schokoküsse. Dann sehe ich Pralinen oder Cremeschnitten, eine angeschnittene Torte in Rosa mit Dekoration. Flach, wieder außerhalb der anderen Hand, platziert eine mehrstöckige, bunte Torte. So etwas wie eine Hochzeitstorte mit merkwürdiger Dekoration ganz oben auf. Es sieht etwas brutal aus. Es sind spitze Gegenstände. Sieht aus wie ein Schraubenzieher, der mit seinem spitzen Ende nach oben zeigt. Und dann gibt es noch einen anderen spitzen Gegenstand, der in diese Torte hineingestoßen ist. Die ganze Figur, die weibliche Figur, ist deutlich konturiert. Die Konturen könnten Schatten sein, die eine ganz eigenartige Gestalt haben und den rechten Arm von der Figur aus gesehen umgeben in einem hellen Blau. Und der Oberkörper, der geht über in dunkle Elemente, die so aussehen wie ein Umhang oder sollen es die Haare sein dieser Person. Die Haare sind aber sehr streng zurückgekämmt oder zurückgebunden bei dieser Frau, die sehr ausgeprägte Hände hat, fast Arbeiterhände, männliche Hände. Die Frau hat einen relativ schmalen Schulterbereich, aber dadurch, dass sie die Arme ausgebreitet hat und die Hände aufgesetzt hat auf diesen Querbalken, wirkt es nicht besonders zart oder fragil. Es wirkt sehr kräftig. Unterhalb der Brüste legt sich der Körper in Wülste, in Mehlspeisenwülste, so wie man dann wohl aussieht, wenn man sich überwiegend von den dargestellten Mehlspeisen ernährt. Ich frage mich natürlich, wie man dazu kommt, solch ein Bild zu malen. Maria Lasnik ist Österreicherin, das wird aber nicht der einzige Grund sein. Sie ist wahrscheinlich umgeben gewesen von diesen ganzen Leckereien. Ihre Mutter hat im Übrigen auch einen Bäcker geheiratet. Warum bringt Maria Lasnik im Titel des Bildes die Mehlspeisen mit einer Madonna in Kontakt? Das zeigt einfach schon mal Maria Lasniks Sinn für Humor. Diese Farben, die sie verwendet, die sind schon sehr lieblich. Dieses Rosa und Hellblau kann sehr schnell gefährlich werden, wenn man zu viel davon in Bildern kombiniert. Aber durch die vielen weißen Elemente im Hintergrund und auch auf den Knien getragenen Tisch oder Bügelbrett, durch die schwarzen Akzente wird das Ganze nicht neutralisiert, aber auf eine sehr geschickte Art und Weise ins rechte Licht gerückt. Es wirkt nicht kitschig. Es ist eine wunderbare Unterstützung für den Bildtitel, um dieses Süße gekonnt zu unterstreichen. Wie wirkt das Bild auf mich? Ein bisschen verzweifelt schon vom Gesichtsausdruck dieser Frau. Diese Konfrontation mit diesen süßen Sachen, die bleibt natürlich nicht folgenlos, was den Körper angeht. Eine Madonna wird im Allgemeinen ja verehrt. Das heißt, das ist alles so in Ordnung, anscheinend, zumindest in Österreich. Diese Mehlspeisen im Körper sichtbar zu machen oder die Körperform damit zu modulieren, sozusagen. Aber da ist auch dieser Gedanke an Frömmigkeit, an, ja, ich stell dich jetzt mit diesen Dingen zufrieden, mit den süßen Dingen. Ja, es ist eine Ersatzbefriedigung, die als ganz normal und ganz gesund und völlig üblich hingenommen wird. Mich irritieren ein bisschen die rötlichen Konturen der Arme dieser Frau und auch ein roter Streifen auf der rechten Wange der Frau. Das macht den Eindruck einer Indianerbemalung. Wo ich die ganze Zeit auch hinschaue, ist dieser weißliche Gegenstand auf der linken Bildseite. Diese Torte auf der rechten Seite, diese Hochzeitstorte,
hat natürlich eine besondere Symbolik. Auch das ist die Erwartung, dass man heiratet als Frau, dass man eine Art Objekt vielleicht auch ist für den Ehemann, dass man seine Süße zur Verfügung stellt. Die Symbolik der dargestellten Konditoreiwaren, die verdeutlicht das auch. Diese zwei dunklen, runden Teilchen, die da liegen zum Beispiel. Und diese Torte, bei der ein Stück fehlt, diese rosa Torte. Wahrscheinlich ist dir schon aufgefallen, dass ich inhaltlich oft sehr stark hin und her springe in diesem Podcast. Das liegt daran, dass ich mich wirklich unbefangen und ganz spontan an das Gemalte annähere. Das mache ich jedes Mal so. Es ist eine ganz intuitive Herangehensweise, weil ich mich möglichst wenig vorher von irgendetwas beeinflussen lassen möchte. Durch die Beschreibung aller Details in einem Bild erschließt sich das Bild immer stärker und intensiver. Das habe ich auch im Laufe meiner Arbeit hier gemerkt. Also empfehle ich das nochmals, über Bilder zu sprechen. Natürlich nicht über jedes Bild, sondern wenn du durchs Museum gehst oder auch ein Buch durchblätterst, irgendwo wirst du stoppen und zwar genau an der richtigen Stelle. Denn das sind die Werke, die gerade mit dir in Resonanz gehen. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, zumindest habe ich den für mich entdeckt, ist zwischendurch eine Pause zu machen, einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen und am nächsten Tag mit einem frischen Blick an das Bild heranzugehen. Manches muss auch erstmal verarbeitet werden, um sich mit neuen Assoziationen zu verknüpfen. Und so mache ich das jetzt auch bei diesem Bild. Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass die Reihenfolge, in der Maria Lasnik diese Konditoreiwaren angeordnet hat, sicher auch eine Rolle spielen für die Bedeutung des Bildes. Ob sie das nun bewusst gemacht hat oder ganz unbewusst, spielt keine Rolle. Auf mich macht das Bild den Eindruck, dass es nicht unbedingt durchkonstruiert ist. Aus meiner eigenen Erfahrung mit der Malerei weiß ich, dass man intuitiv Dinge genau richtig macht. Mir fällt auf, dass diese Hochzeitstorte den Anfang macht in der Aufreihung der Mehlspeisen. Und die Hochzeitstorte, die steht außerhalb der weit geöffneten Arme der Person, die wahrscheinlich Maria Lasnik auch selber darstellt. Das ist der Übergang in eine besondere Lebensphase. Innerhalb der ausgebreiteten Arme sehen wir hier drei Mehlspeisen. Diese Torte, bei der ein Stückchen fehlt, also eine flache Torte, dann aufgereiht, keine Ahnung, ob das nun Topfen, Palatschinken sind. Danach diese zwei dunklen Klöße. Mir kam jetzt noch die Assoziation, dass das die Zeit der Empfängnis ist. Man geht einfach den normalen Weg, der traditionell so vorgeschrieben ist für Frauen, den man verinnerlicht hat. Am Ende stehen dann zwei Kinder da, symbolisiert durch diese Klöße vielleicht. Das ist die Norm, die Zwei-Kinder-Familie. Dieser Raum wird später verlassen. Außerhalb der Hände auf der anderen Seite liegt ein undefinierbarer Gegenstand, den ich nicht für eine Mehlspeise halte. Es sieht eher aus wie ein gerupftes Huhn. Vielleicht fühlt man sich als Frau so, wenn man in einer Ehe gelebt hat, in der es vielleicht Hauen und Stechen gab, wie schon durch die Werkzeuge in der Hochzeitstorte angedeutet. Die überaus betonten Hände von der Person deuten an, dass es hier um ganz viel Arbeit geht, um viel Alltägliches, um das Funktionieren, um das sich manchmal das Schöne vorgaukeln. Man redet sich Dinge schön, weil alle anderen sie ja auch so machen, dann muss es doch schön sein, sonst würden doch viele ausbrechen. Aber ja, das ist ganz einfach, indem man dieses Brett, was ganz wackelig auf den Knien liegt, unterschubst.
Man müsste einfach nur aufstehen, im wahrsten Sinne des Wortes, und all diese Traditionen auf den Boden schmeißen und könnte sich damit befreien. Rein körperlich ist dazu gar nichts erforderlich. Es ist kein großer Akt, einfach vom Sitzen ins Stehen zu kommen. Was der viel anstrengendere Part ist, ist natürlich das, was im Bewusstsein vor sich geht und die Gedanken auch so umzustellen, dass man ohne all diese Konventionen und Traditionen leben kann in einer Gesellschaft, die sehr stark durch diese Dinge geprägt ist. Dazu gehört schon etwas mehr Mut. Ich sehe ja auch diese Streifen im Gesicht, die hatte ich schon angesprochen. Sieht aus wie eine Kriegsbemalung und auch der gesamte Gesichtsausdruck, der hat was von Angriff. Es geht um die innere Arbeit, die hier zu leisten ist, wenn man aus all diesen Dingen ausbrechen möchte. Wie ich jedes Mal betone, das ist eine mögliche Wahrnehmung dieses Bildes und das ist meine eigene Wahrnehmung. Du siehst vielleicht ganz andere Dinge da drin und das ist das Wertvolle an Kunst, dass jeder sich darin wiederfinden kann, theoretisch. Mit diesem Podcast möchte ich die Angst nehmen, etwas falsch zu machen beim Reden über Kunst, auch beim Interpretieren von Kunst, beim tiefer Eintauchen. Es gibt kein richtig und kein falsch. Wenn ich an Österreich denke, an Frauen in Österreich, an all das Dargestellte und den Begriff Madonna, dann drängt sich natürlich auch der Katholizismus auf und das Rollenverständnis der Frau in dem Ganzen. All das, was ich vorher gesagt habe, geht in diese Richtung, die Rolle der Frau zu überdenken. Das muss jede Frau für sich entscheiden, inwieweit sie sich darin wohlfühlt oder nicht und ob es der richtige Zeitpunkt ist, aufzustehen, auszubrechen und eigene Wege zu gehen. Diese Mehlspeisen, die symbolisieren das so wunderbar, dieses warme, weiche, geschützte Dasein der Hausfrau, das Akzeptiertsein in dieser Rolle, aber auch die Zweischneidigkeit der ganzen Geschichte. Ein, je länger ich drauf schaue, spannenderes Bild, ein mutiges Bild. Maria Lasnik hat sich mit ihrer Art und Weise zu malen sehr stark abgesetzt von den Zeitströmungen. Schau dir doch noch andere Werke von Maria Lasnik an. Einige sind, ja, gewöhnungsbedürftig. Maria Lasnik würde ich Mut zur Hässlichkeit zuschreiben. Aber die Hässlichkeit ist sehr ansprechend gemalt. Die Hässlichkeit ist ästhetisch und lebendig gemalt. Und das machen die Bilder für mich so reizvoll. Ihre Farbwahl ist sehr besonders und die Form, die sie für den Körper entwickelt hat, aus dem Bewusstsein heraus und weniger aus dem äußeren Beobachten heraus. Das war's zu Maria Lasnik. Ich hoffe, du hast bis hierhin Interessantes für dich und Neues erfahren, Anregungen erfahren und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astridblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende, und ja, du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.